Hey, wie fühlst du dich gerade? Ich fühle mich ziemlich begeistert. Warum? Ja, weil ich mir gerade ein paar Gedanken über Neid gemacht habe. Und jetzt fragst du dich, Neid und Begeisterung, wie geht das? Ja, ich finde, Neid kann man sehr, sehr leicht in Begeisterung verwandeln. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Ab das Intro! Hey, herzlich willkommen hier bei Hokus Pokus Fokus. Mein Name ist Michael Antoni und ich habe Durst, merke ich gerade. Ich brauche schnell was zum Trinken. Wow. Ah, juhu, jetzt geht's besser. Ich bin in der letzten Zeit in der Praxis mit dem Thema Neid konfrontiert worden über meine Patienten. Der Tenor war ungefähr so, dass die der Tenor war ungefähr so, dass sie gesagt haben: Ja, irgendwie geht's mir besser, es tut sich was, aber was jetzt unangenehm ist, ist, dass ich feststelle, dass ich total neidisch werde. Ich werde neidisch, wenn ich sehe, was andere haben, merke, dass ich das auch haben will und bin total neidisch. Jetzt könnte man ja sagen: Oh, das ist toll. Ja, dann freu dich doch, dass du jetzt siehst, was du haben möchtest. Aber nein, das, was dann passiert ist, dass sie dann sagen: Oh, und ich schäme mich total, dass ich so neidisch bin. Ich müsste mich doch eigentlich freuen für die anderen, dass die schöne Dinge haben. Warum freue ich mich nicht? Warum kann ich mich nicht freuen? Warum bin ich denn so neidisch? Es ist schlimm. Ich schäme mich sehr. Neid ist für die allermeisten ein sehr, sehr negatives Gefühl und führt häufig zu einem Schamempfinden. Es ist super aufgeladen mit wahnsinnig engen Moralvorstellungen offensichtlich, die dazu führen, dass wenn Neid hochkommt, man sich total schnell schlecht fühlt und eben ja, sich eher schämt, als dass man begeistert ist. Für mich bedeutet Neid nicht, dass du anderen etwas nicht gönnst. Für mich bedeutet Neid auch nicht, dass du davon ausgehst, dass wenn andere etwas haben, was du dir wünschst, dass du es jetzt nicht mehr haben kannst und weil es weg ist. Das bedeutet für mich das alles gar nicht. Neid bedeutet für mich einfach nur, du siehst, was du willst und du spürst dabei gleichzeitig, wie sehr du das für dich nicht zulässt. Das bedeutet Neid. Neid ist einfach nur eine Maßeinheit für deinen Widerstand. Wie jedes Gefühl letztendlich ja nur ein Indikator für deinen Widerstand ist. Beim Neid ist es eben so, du siehst eben, was du möchtest, dann wird der Widerstand aktiv und jetzt spürst du diesen Widerstand über dein Gefühl. In dem Fall ist es eben Neid. Und früher war es bei den Patienten eher so, dass sie, wenn sie was gesehen haben, was sie sich vielleicht wünschten, wenn sie dann überhaupt ein Bewusstsein dafür hatten, dass sie sich das wünschen, dass sie sich da eher unwürdig gefühlt haben. Nicht würdig genug, um sowas auch zu bekommen, dass sie sich sehr ohnmächtig gefühlt haben. Und das bedeutet, dass jetzt eben was passiert ist in der Zwischenzeit. Das heißt, es bewegt sich was, die Wahrheiten verändern sich, ihr Weltbild verändert sich langsam und jetzt erscheinen Dinge plötzlich möglich. Der Widerstand wird geringer und jetzt zeigt sich das eben über das veränderte Gefühl von der Ohnmacht hin zum Neid. Und das bedeutet, dass der Neid eigentlich zeigt, dass sich was Gutes getan hat, dass sich was bewegt hat. Der Neid ist also ein Beweis dafür, dass du gewachsen bist, dass sich eine schöne Entwicklung vollzogen hat. Das ist toll. Es ist eigentlich total toll. Und wir können davon ausgehen, dass es weiter sich bewegt und bald wirst du das, was du dir da wünschst, eben selber in der Hand halten. Mein Tipp ist eben einfach, benenn Neid einfach um und nenn es dein Wachstumsschmerz. Und das nimmt, finde ich, so ein bisschen das Dramatische und das gesellschaftlich-Moralische aus dieser ganzen Neidgeschichte. Weil Wachstumsschmerzen, nun ja, die sind halt da, wenn man wächst. Und dass man wächst, das ist ja gut. Und die gehen auch wieder weg, wenn der Wachstumsschub gerade vorbei ist. Also es macht es leichter, mit Neid umzugehen, wenn du das dir klar machst, dass das was mit einem Wachstum zu tun hat, das gerade stattgefunden hat. Nun ist es beim Thema Wachstum aber so, dass du dir auch klar machen musst, dass du unendlich nicht fertig bist. Das heißt, du wächst beständig immer da. Da gibt es kein Ende im Gelände. Es ist unendlich. Der Horizont ist unendlich beim Thema Wachstum. Und das bedeutet, dass du dich so langsam mit der Tatsache anfreunden müsstest, dass es immer Dinge geben wird, die du möchtest, die gerade für dich noch nicht erreichbar sind. Dass also in deiner physischen Welt Dinge fehlen, die du dir wünschst, ist ein total normaler Zustand. Und deshalb solltest du aufhören, dich schlecht zu fühlen über sowas Normales, weil der Punkt ist der, dass du dich schlecht fühlst. Unwürdig, nicht richtig genug, nicht gut genug oder sowas, weil du Wünsche hast, die sich noch nicht erfüllt haben.
Dieses schlechte Gefühl ist der Grund, dass sich die Wünsche nicht erfüllen, beziehungsweise dass sich die Wünsche sehr viel langsamer erfüllen, als sie das eigentlich könnten. Stell dir einfach vor, wenn sich deine Wünsche alle auf einmal erfüllen würden, das wäre die vollkommene Überforderung für dich. Wen willst du denn als erstes küssen? Mit welchem Auto willst du als erstes fahren? Boah, also stell dir vor, das ganze Essen, das du jemals in deinem Leben essen wirst, ist jetzt plötzlich einfach da. Das geht nicht. So. Und deshalb ist es auch gut, wenn sich deine Wünsche gut getimed erfüllen. Das heißt nacheinander und nicht alle auf einmal. Wenn du dich da hinein entspannen kannst, dass es irgendwie gut ist, dass Dinge sich kontinuierlich entwickeln und dass es normal ist, dass es immer was gibt, was noch nicht erfüllt ist, dann machst du auch sehr viel leichter die Erfahrung von Kontinuität. Dann machst du die Erfahrung, dass sich deine Wünsche leicht erfüllen, dass sie immer wieder sich erfüllen, dass es manchmal ein bisschen länger dauert, bis sich ein Wunsch erfüllt, aber manchmal geht es auch sehr schnell. Aber diese Kontinuität, diese Sicherheit, die gibt dir das Gefühl, dass das gut ist. Und deshalb kannst du dich leicht an die Idee gewöhnen, dass es ein permanenter Anpassungsprozess ist, hin zu deinen Wünschen und es immer wieder eben Phasen gibt, wo du ein bisschen weiter weg bist von deinen Wünschen und das dann eventuell wieder über ein leichtes Unwohlsein wahrnimmst und da gehört dann Neid zum Beispiel auch dazu und dann wieder Phasen gibt, wo du dich annäherst an deine Wünsche, sie sich dann erfüllen und es wieder leichter läuft und es nicht dabei ist. Und mit dieser Erfahrung wirst du kaum noch Neid empfinden, weil du nämlich die Erfahrung gemacht hast, dass es sich Dinge kontinuierlich entwickeln für dich und dass deine Wünsche für dich möglich sind. Und dementsprechend wird es so sein, wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der etwas hat, was du auch haben möchtest, dass du statt Neid relativ schnell Begeisterung empfinden wirst, weil dir klar ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es das für dich auch möglich ist und du das eben auch dann in deinen Händen oder wo auch immer hast, was du dir da gerade eben erwünscht. Und dir ist es dann nicht ganz so wichtig, wie schnell es sich verwirklicht, weil du die Sicherheit hast, dass es sich verwirklicht. Und so wird aus Neid ganz schnell Begeisterung. Wie gehst du mit Neid um? Da bin ich sehr, sehr, sehr neugierig. Schreib mir das doch bitte unten in die Kommentare hinein. Ich glaube, es ist auch sehr interessant für alle anderen, die das Video gucken, mal zu sehen, wie so viele mit Neid umgehen, welche Position sie zu Neid haben. Ist es Grund, sich zu schämen oder kann Neid eben für viele auch Ansporn sein und lässt sich leicht in Begeisterung verwandeln? Natürlich, wenn es dir gefallen hat, Like-Button drücken und das ja leidenschaftlich, wenn du möchtest. Und natürlich, wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere doch bitte meinen Kanal. Wer Teil der Hokus-Pokus-Fokus-Community und dann verpasst du kein neues Video. Und du kannst dich darüber freuen, dass ich mich so sehr darüber freue, dass du meinen Kanal abonniert hast. Das wäre es gewesen, meine Gedanken zum Thema Neid. Einfach besser fühlen, ja, das geht auch beim Neid. Es lässt sich schnell in Begeisterung verwandeln. Mach's einfach, mach's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios, muchachos. Tschüssi. But I know